Willkommen zurück bei Anno 1800. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, dass es hier weitergeht. Inzwischen ist unser Schiff hier auch angekommen. Neue Befehle. Wir hauen dann einmal voll mit Holz und nehmen auch einmal Ziegel mit. Da haben wir noch nicht mehr so viele. So, also zweimal Holz, einmal Ziegel. Das bringen wir wieder rüber. Inzwischen sollte hoffentlich drüben mal die Krankheit besiegt sein. Die Musik läuft noch, aber ich sehe nichts mehr. Okay, wir schicken aber erstmal das Schiff hier hin. Sind unterwegs. Oh, doch, doch, jetzt, jetzt. Okay, gut. Wie gesagt, hier sollte auch nicht der Dock hinkommen. Und die Ecke da ist Dock unterwegs. Zwei Docks sind unterwegs. Ja gut, da kommen sie nicht hin. Die verbreiten das halt immer wieder, ne? Aber noch ein Dock bringt hier jetzt nichts. Sind da schon zwei unterwegs. Das muss hier doch irgendwann mal von alleine weggehen, oder? Ich will nur nicht noch ein Krankenhaus hier hinzimmern. Das muss doch nicht sein. Wir lassen es mal kurz schneller laufen. Ich hatte wegen Bildmachen auf langsam gestellt. Und ich möchte ja nur nichts ohne euch machen. Oh, da sollte Doc auch wieder hinkommen. Ja, das verbreitet sich immer wieder. Aber Doc ist wieder im Anmarsch. Das ist immer die kleine Ecke. Die verbreitet die Seuche immer wieder. Schlimm. Ganz schlimm. Das muss hier doch irgendwann mal von alleine weggehen, Mensch. Kann das Krankenhaus aber auch leider nicht anders setzen. Ich habe hier nicht mit einer Krankheit gerechnet. Hier sind jetzt aber auch nur die zwei aktuell. Ah, vielleicht kriegen wir es wieder hin. So, das Schiff ist inzwischen bestimmt da. Ja. Wunderbar. Den laden wir das hier aus, damit wir das hier so langsam aber sicher mal in Ordnung kriegen. Ich frage mich zwar, warum die jetzt auf einmal nicht mehr überfordert sind, obwohl sie die ganze Zeit überfordert waren, aber vielleicht hat das ja ein bisschen was geholfen. Das Aufwerten. Ich will definitiv jetzt erstmal hier Bewohner weiter aufwerten. So, jetzt ist Holz auch schon wieder weg. Aber was geht denn da für Holz drauf? Ah, wir haben schon mal ganz einen Schwung. Sehr schön. Dürfte auch mehr Steuern. Ja, ja, Steuern gehen hoch. Wunderbar. Da müsste Doc wieder hin. Oder? Ja, ja, da müsste Doc hinkommen. Ja, Doc ist auch schon unterwegs. Das müssen nur die beiden. Das kriegen wir hin. Irgendwann, irgendwie. Sehr schön. So, Holz ist mal wieder Mangelware. Das kann doch nicht sein, Mensch. Dafür haben wir genug Ziegel und genug Glas. Admiral auf der Brücke. Ein Holz haben wir ja noch drin. So, warte mal, bevor ich jetzt mit den Ziegeln wieder zurückfahre. Wir brauchen doch definitiv noch eine Schule. Oder? Schule habe ich mir nicht gebaut, ne? Doch. Was fehlt dir denn noch? Wie es auch freigeschaltet haben sie aber. Ich meine, ich müsste ja noch Vasenmeisterei und Wurst bauen. Fangen wir erstmal an mit der Wurst. Das war 1-1, ne? Eine Minute, eine Minute. Ich glaube, dafür brauchen wir jetzt auch nicht so viel. Ah. Ich glaube, ich baue hier noch einen. Geht ja nicht anders. Sonst ist der Herr da wieder überfordert. Das muss nicht sein. Warte mal, dann bauen wir hier noch einen Lagerplatz hin, was nicht geht. Warum nicht? Weil Holz fehlt. Natürlich, weil Holz fehlt. Was soll denn aus sonst fehlen? Okay. Aber erstmal. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Jo, jo, kümmern wir uns gleich drum. Schweinezeug, ich glaube, drei sollten hiervon auch reichen, ne? Wenn ich hier nehme, die baue, dann könnte ich die. Das muss ich ein bisschen versetzt bauen. So, warte mal. Drei Stück sollten reichen. Eins, zwei. Ja, gut, dann könnte ich so hier. Das müsste gehen, ne? Das ist doof. Das ist doof. So, das wird drei, vier. Na, so kriege ich den Weg nicht rum. So, das wäre auch doof. Wenn ich so mache. Ah, gut. Probieren wir das Ganze einmal. Bauen kann ich es jetzt eh nicht, weil Ziegel fehlen. So, dann hätten wir jetzt zwei und das wären drei. Genau. Und dann dachte ich mir hier lang einfach die Metzgereien. Passen die so? Weil der Weg muss ja eh hier oben lang. Hoffentlich geht das überhaupt. Ich meine, das ist ja nur mit dem Marktplatz verbunden, aber es müsste gehen, oder?
Ich mach das lieber so. Dann kann ich es da unten noch verbinden. 1, 2, 3. Sehr schön. So, dann wird zumindest das Problem behoben. Wir brauchen unbedingt... Gut, Ziegel habe ich jetzt trotzdem nicht verbraucht. Beobachtet. Ja, wir werden beobachtet. Ist ja alles gut. So, die kriege ich trotzdem nicht rein, ne? 5, gut. Nehmen wir die Power wieder mit. Wir brauchen dringend nochmal eine ganze Lieferung Holz. Unbedingt, wir brauchen jede Menge Holz. Bruder! So, und hier, die Krankheit ist endlich besiegt. Wo ist denn die Ruine? Wo steht denn hier was leer? Ich sehe hier kein leerstehendes Haus. Hat er sich von alleine wieder aufgebaut oder was? Ja, Wurst und Seife kriegt ihr. Schule haben sie, ist bloß noch nicht freigeschaltet. Oder kommen wir noch hin? Die werden ja noch ein bisschen aufgestuft. Ein Land, so grün und üppig. Jetzt kümmern wir uns eh erstmal um die Wurst. Aber es scheint zu funktionieren. Ich durchbreche den Kreislauf. Ja, der du Kleiner. Du Kleiner, dann holen wir gleich wieder. Das holen wir gleich wieder. Ja, ich würde sagen, obwohl ich hier jetzt die ganze Zeit schon Betriebe baue, steigt das Geld. Das ist sehr schön. Ich versuche mich jetzt nicht mehr auf Anteile zu verlassen, sondern mehr auf eigene hoch zu pushen. Und zudem kann ich ja den Barbier auf der Hauptinsel auch nochmal hochpushen. Was wiederum dafür sorgt, dass wir weniger Waren von denen brauchen, weil wir ja mehr von den... Deswegen, ich habe ja immer versucht, alles zu liefern, weil wir hier alles haben. Aber wenn ich zum Beispiel nehme, ich habe am Ende zum Beispiel nur noch die und die. Nur mal als Beispiel. Die brauchen ja zum Beispiel gar kein Bier mehr oder, na gut, Kaffee schon. Oder Wurst oder so, das verlangen die ja gar nicht mehr. Die wahrscheinlich schon. Ich steige empor im gleißenden Streitwagen der Götter. Ja, ja, gut, die verlangt zumindest noch Wurst und Gulasch. Wir auch. Aber zum Beispiel keinen Schnaps mehr. Gefährlich werden. Dafür habe ich jetzt keine Zeit, Lady. Mir ist klar geworden, was du zu tun hast. Nein, ich habe das jetzt keine Lust. Ich bin hier am Bauen. Die Menschen lassen sie hochleben. So, das Schiff ist auch inzwischen da. Dann nehmen wir eine volle Ladung Holz mit. Wir haben zwar drüben Holzfäller, aber der reicht nicht aus. Jut. Wollen wir ja wen schon gleich ordentlich machen? Hinder. So, auf jeden Fall ist hier nichts kaputt oder zerfallen oder sonst was. Ich sehe hier nichts kaputt ist. Definitiv nicht. Die sollen alle zur Arbeit haben. Allesamt. Was aber wiederum für das Problem sorgt, denn naja, wenn ich bei mir die ganzen Bauern aufwerte, ich zu wenig Bauern habe, ne? Also alle aufwerten ist eigentlich auch keine gute Idee. Nee, ich werte nur hier das Stückchen noch auf und die lasse ich Bauern. Damit ich bei mir noch ein paar aufwerten kann, dann kann ich notfalls hier nachher noch ein paar Bauern zubauen. Das wird so eine Arbeit der Bauernsiedlung, das wäre besser. Das war eigentlich eine dumme Idee, alle aufzuwerten. Ja, den Anteil haben wir da schon wieder, mein Freund. So, Schiffchen müsste hier gleich antrabbeln, hoffe ich zumindest. Brauchen wir ein bisschen beschleunigen. Weil ich, klar, ich will zwar auch die Arbeiter aufwerten bei mir, aber geht ja nicht alles auf einmal. Und die anderen Inseln sollen auch noch ein paar Bewohner kriegen. Vielleicht brauche ich hier später auch noch was. Mal googeln. Wirtshaus müsste hier was gegeben sein. Knapp, aber müsste gegeben sein. Kirche ja sowieso an alle. Ah, der jetzt nicht. Feuerwehr müsste auch alles im Griff haben, falls es brennt. Marktplatz reicht auch. Aber da können wir auch noch ein bisschen mit Items machen. Wir haben das Rathaus ja gesehen. Bei der Route gibt es ein Problem, ja. Ich weiß, welche Route. Flaggschiff steht zu Diensten. So, den Duga mal rein, danke. Einmal Holz drin. Erstmal. So, er muss ich mal aufwerten. Jetzt mal kurz gucken. Erstmal das, würde ich sagen, damit wir an die Wurst kommen. Alles zusammen, ne? Errichten Sie Gebäude und Module. Genau. Da auch. Hier den genauso. Sehr schön. So, Wurst sollte gleich kommen. Mir fehlen die Rohstoffe. Ja, die arbeiten doch schon. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Immer mit der Ruhe. Ich glaube, schlauer wäre es echt gewesen, wenn ich erstmal so sehe.
Obwohl das ja das gleiche rauskommt. Ich war gerade überlegen, das hochzuschieben. Dann hätte man da inzwischen setzen können, aber das wäre das gleiche rausgekommen. So, Fisch haben wir aber viel zu viel. Wurst ist im Anmarsch. Den brauchen sie natürlich noch Seife, ne? Die zumindest. Jo, Wurst kommt gleich. Und Seife. Gut, Seife ist auch nicht so das Problem. Eine Minute. 30 Sekunden. Das heißt, ich kann zwei... Ne, ich brauche zwei. Okay, ich bräuchte zwei Schweine zuchten. Zwei Wurstmeistereien. Ja, um eine Siederei. Aber eine Siederei sollte auch reichen für die paar Arbeiter. Das sollte reichen. Wenn wir das jedem mit zwischenhauen, das müsste gehen, oder? Oh, Schweinezucht kann man von hier kopieren. So, kopieren wir mal zwei Stück. Wie setzen wir denn? Ja, es müsste gehen. Hier hin. So, dann brauchen wir zwei Wurstmeistereien. Die waren ja 1-1, ne? Eine Minute eher. Zack. Zack. Und eine müsste hiervon reichen. Die müsste ja dann doppelt beliefert werden. Wie setzt sich wohl denn hier hin, wa? Das müsste gehen. Ja. Das kommt denn alles nach und nach. Sehr schön. Dann müssten die hier mich auch mit Säufe beliefert werden. Der passt hat. So, habt ihr schon eure Wurst? Nein. Aber Wurst müsste auch gleich kommen. Ja. Sehr schön. Ich werde, wie gesagt, nur noch die hier ausstufen. Ich hoffe, das machen wir jetzt mal zu. Das kriege ich jetzt noch einigermaßen. So, nee, das eine Haus dann nicht. Ein paar werde ich einzeln machen müssen. Weil es nicht geht. Weil Holz, aber das haben wir noch auf dem Schiff. Zwei Häuser fehlen mir noch. So. Admiral auf der Brücke! Das rinnt. So, die stufe ich einzeln auf jetzt. Der Eimer. Die bleiben Bauern. Ich glaube, da werde ich später noch ein paar zubauen, damit ich bei mir auf der Hauptinsel mehr Bauern wegkriege. Aber da kann ich jetzt bei mir auch schon mal ein paar aufrüsten. Die sollten ja jetzt so langsam aber sicher mal ihren Kram da kriegen. Zumindest Wurst. Und wie man sieht, geht meine Bilanz wirklich nach oben, weil halt Bauern und Arbeiter noch relativ billig sind in den Produktionskosten. Ja, und die Seife, die kriegt ihr auch gleich. Und dann steigt das hier auch sehr gut. Denke ich mal. Können wir mal gucken, ob hier jetzt alles passt. Und Bauern können sogar noch 20. Warum fehlen da welche? Wahrscheinlich, weil der Marktplatz nicht weit genug reicht oder so. Und da kommen auch noch ein paar. Aber ich wollte jetzt das gucken. Schnappes haben sie auf jeden Fall genug. Kleidung. Na, Kleidung ist so eine Sache, aber die Kleidung ist ja eh nur für hier. Wir produzieren potenziell 7 und haben eine Versorgungsnachfrage von 6. Aber wieso nur potenziell? Haben die keine Lust zum Arbeiten oder was? Auf jeden Fall Wurst produzieren wir mehr als genug. Und Seife. Ja, Bier müsste ich gleich auch mal gucken. Ja, Bier sowieso. Obwohl Bier so eine Sache ist, ne? Mal guck mal, wir produzieren gerade mal genug. Das ist Hopfen. Hier ist Bier. Ja, wollte ich gerade sagen, da bleibt genug Bier über. Und Seife produzieren wir auch genug. Das sollte gehen. Bloß Kleidung ist so eine Sache. Warum nur potenziell? Aber wahrscheinlich. Weil der zwischendurch mal überlastet ist, ne? Ja, deswegen. Da bräuchten wir Holz und Stahlträger, um den nochmal aufzuwerten. Das kriegen wir aber hin. Ansonsten sollte hier alles klappen. Sehr schön. Das heißt, ihr kriegt jetzt alles. Ah, Seife. Ah, die fangen aber an zu arbeiten. Wieso eigentlich mit Schuhen? Ach, wegen Propaganda. Okay. Schönen Tag auch. Wegen Propaganda. Das Team hier. Aber was sollte die hier doch glücklich sein, ne? Wie gesagt, inzwischen, ja. Können wir die mir so lassen? Seife kommt. Seife hier ist im Anmarsch. Da kommt die erste Seife. Das heißt, die dürfte schön hochgehen. Das gibt schön Geld. Das gibt ja schon Höhe. Ja, wie gesagt, ein paar Bauern später dazu.
Der Kai soll auf jeden Fall da bleiben. Sie kauft sich wieder Anteile zurück. Dann kriege ich zumindest meinen Einfluss wieder. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Der ist leer. Das heißt, ich bringe jetzt noch einmal, um den da aufzuwerten. Holst du noch einmal Stallträger rüber? Was haben wir hier für Items? Handelskammer. Unterhaltskosten 40%. Handelskammer, Produktivität plus 70. Unterhaltskosten plus 50, okay. Für alle Tierhöfe. Wäre hier natürlich auch nicht verkehrt, ne? Aber ist jetzt nicht so wichtig. Handelskammer beeinflusst Weberei, Stickerei und Schneiderei. Unterhaltskosten minus 50%. Auch Handelskammer beeinflusst Schnapsbrennerei, Brauerei, Schnaps und Hakina-Brauerei. Unterhaltskosten minus 20%. Boah, das wäre natürlich nicht verkehrt, ne? Ich meine, ich habe hier jede Menge. Boah, das ist ja eh schon auf der richtigen Art. Der ist total überlastet hier, deswegen. Und das müsste eine Zoo, aber das bringt nur 10. Gut, ich werde hier gleich nochmal ein Handelskammer kaufen. Aber aufbauen. Auf jeden Fall brauchen wir Holz jede Menge und Stallträger. Den schicken wir noch einmal rüber und dann haben wir ja soweit fast alles fertig. Dann können wir hier weiter aufwerten und hier ist ja nichts Problem. Hier ist ja eh alles. Wo ist denn mein Hafen da? Segel! Wunderbar, wunderbar. Äußerst verheißungsvolle Karte. Nerv mich nicht. So. War was? Nö, ich hab nichts gehört. Gut. Die haben hier jetzt alles. Die sind soweit glücklich. Sehr schön. Wir haben jetzt gerade aktuell 1237 Arbeiter. Ist klar. Das lüfte ich auch gleich. Die haben hier Notfallarzt, die haben Feuerwehr. Yo. Und die gehen ja auch woanders arbeiten. Das heißt, ich könnte hier schon mal wieder ein paar Arbeiter aufwerten zu Handwerkern. Man, alle gehen sowieso nicht, ne? Wieso sind die denn hier noch Bauer? Kannst du mir das mal verraten? Erstmal die Bauer muss ich mir schon im Blick behalten. Weil ich kann drüben noch welche zubauen, auf anderen Inseln sollen ja auch noch welche zu. So, die können wir nochmal aufheben. So, vielleicht die auch einmal. So, den lasse ich aber erstmal mal. Ja gut, den noch. Das sieht sonst so doof aus. So, aber wie gesagt, warum muss ich mich im Blick halten? Ein paar Arbeiter noch aufheben. Klar, Stück für Stück. Dann brauchen wir hier die anderen Ressourcen auch nicht mehr in den Massen. Bloß, wo fange ich doch mit an am besten? So. Das reicht jetzt erstmal. Dürfte Geld auf jeden Fall gewaltig nach oben schrauben. Ja, wir sind wieder bei 10.000. Ei, ei. So, du, mein Freund, wirst auf jeden Fall nur einmal Holz mitnehmen. Du wirst auch einmal Ziegel mitnehmen und vor allem ganz wichtig Stallträger. Noch einmal die volle Ladung rüber. So viel Zeit muss es sein. Bruder! Wunderbar. In der Zwischenzeit, hier ist ja alles gut. Ich will eigentlich nur den Lagerplatz und hier noch eine Handelskammer hin. Eine Zwischenzeit. Nein, nicht die Routine. Wollte ich noch einmal Diplomatie gucken. Ihre Einwohner sind unzufrieden. So. Friedensvertrag hatte ich mit ihr, ne? Handelsrechte sind unmöglich aktuell. Leicht erhöht. Erhöht. Okay. Und bei ihr? Allianz? Okay. Keine Allianz, meine Piraten? Handelsrechte aufkündigen will ich ja nicht. Nicht Angriffspakt, leicht erhöht. Krieg erklären, na. Leicht erhöht, Geschenk anbieten erhöht. Okay, das lohnt sich nicht. Ich will mal kurz gucken bei ihr. Ich habe hier mit ihr jetzt einen Handelsvertrag. Was verkauft die gute denn? Vielleicht streiche ich dich von meiner Liste. Säge, Kanonen, das hat sie doch alles bei mir eingekauft. Goldbarren und schwere Geschütze. Aha, hier, die brauche ich für die großen Schiffe. Da sollte gleich mal einkaufen gehen. Und sie will haben Rum, Schnaps, Bier, natürlich Piraten, ne? Nur Alkohol. So, was hat sie denn für Items? Sie ausgerüstet Schiffe, Trefferpunkte plus 800 und Heilung. Hafenmasserei, Moral plus 30. Bäcker, ersetzt Ausgangsmöglichkeiten. Anstelle von Mehl verarbeitet das Gebäude Getreide. Nice, da könnte man sich die Mühen sparen. Das wäre natürlich auch nice, ne? Oh, gleich mal googeln, ich muss ja gleich mal hin. Kriegsschiffe, Schnellfeuer, Rathaus, beeinflusst alle Wohnhäuser, wenn aktiv. Zufriedenheit plus 5, Aufstandsgefahr minus 90. Riesige Kiste, hält aber auch nur 2 Stunden, okay.
Verwendbar für Kriegsschiffe, Mörser, ist klar. Verwendbar für Kriegsschiffe, Flammenwerfer und die ausgerüstete Handelskammer, Arbeitskräfte erforderlich, -40%. Na, aber... Na ja, gut, mich interessiert hier eher das da, muss ich sagen. Und die Geschütze. Da muss ich, glaube ich, immer hin zu ihr. Eins nach dem anderen. Oh, mein Kahn kommt ja mal so langsam ange... Ne, ist er nicht. Der ist er, ne? Ange to get. Will doch nur den da ausbauen, Mensch. Kann auch nicht so schwer sein. So, dorsehen, da sehen, da sehen. So, ganz wichtig. Der muss wirklich... So, Höcke da sowieso nicht. Schade, dass man die letzten zwei Stufen nicht kriegt. Ist immer noch leicht überfordert, aber das dürfte ja nicht mehr so extrem überfordert sein. Sehr schön, die müssen alle so haben. Die müssten eigentlich glücklich sein. Schule müsstet ihr auch haben. Ja, gut, ist hier nicht so 100% gegeben, aber... Wir sind über 10.000 im Plus inzwischen. Sehr schön. Bauern kann ich aktuell keine weiteren aufwerten. Aber es kommen auf der anderen Insel auch noch welche. Kann aber noch jede Menge Arbeiter aufwerten. Und hier werde ich wahrscheinlich... Mal gucken, ob das gut geht. Aber man kann ja mal ausprobieren, kann man's? Noch einmal so zwei Reihen lang ziehen. Zack. Und hier noch einmal. Aber die werden Bauern bleiben. Die werde ich nicht aufwerten. So, dann ist hier aber auch Sinse mit dem Städtchen. So. Sehr schön. Wieso ist das denn hier so verqualmt? Du bist das? Für neue Befehle. Oh, ein bisschen Segel rein, ein bisschen Holz rein, dann passt das. Kann ich das eine da auch noch? Wunderbar. So, die sollte hier eigentlich glücklich sein. Bis zum Bersten gefüllt. Oder fehlt denen irgendwas? Schnaps und so kommt ja alles. Oder ist Schnaps hier komplett weggeholt worden? Warte mal. Das wäre natürlich jetzt doof. Genug Schnaps da. Was stellt ihr euch denn an, Mensch? Lüft schon. So. Und hier soll definitiv, zumindest wegen den Mühlen, das war hier oben, da möchte ich schon gehen, ne? Vielleicht brauche ich die Mühlen dann nicht mehr, die Handelskammer hinhaben. Das heißt, du bist leer, ne? Du fährst einmal zur Piratin. Einmal hier hin. Wunderbar. So viel Zeug muss sein. Warten wir ab, bis sie da hingeschippert ist. Ich will das eine Item haben und die Geschütze haben, damit ich für Notfall mal größere Schiffe gucken kann. Wollen wir nicht ewig Frieden haben mit ihr. Ich werde sie hier mich nicht wieder hinlassen. Irgendwann muss ich also weiterbomben mit ihr. Aber für heute sind wir am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Wo geht's denn hier weiter? Bye, bye.